soll mich das jetzt beeindrucken? Unerträglicher! Schmerz! Alles klar. Ich habe keinen Platz. So gut wie neu. Alles. Nee, damit fange ich nichts an. So gut wie neu. Ich habe keinen Platz mehr. Hier werden wir niemals müde. Sehr gut. So. Jetzt machen wir mal fix Fliegen an. Machen wir mal Fliegen an da. Fliegen wir mal zu dem Dorf hier. Und runter. Bogenmeister haben wir ja schon. Und sogar schon Großmeister. Aber ich glaube, Meister haben wir sogar auch erst heute geholt, ne? Waren aber auch ganz schön aktiv heute. Ganz schön lange. Ja. Wo ist jetzt noch ein Dorf? Da hinten. Fliegen wir mal dahin. Ich weiß aber auch nicht, ob das hier dann war. Der Auftrag. Nee, irgendwie war das da auch nicht, anscheinend. Was ist denn hier oben drin gewesen? Donnerfrostgebirge. Wo könnte das noch sein? Hier in dem nicht. Da ist noch so eine kleine Hütte. Gucken wir da mal nach. Kann ich das jetzt beeindrucken? Fallschaden trotz Flug an. Okay. Sachen, mit denen ich jetzt nicht gerechnet hätte. Ich hätte doch gedacht, dass wir da oben jetzt raufkommen. Was ist hier? Ist auch Seelenmagie? Unsere Verzauberungen sind die besten. Stein zu Fleisch. Ich bin auf euch und euer Gold nicht angewiesen. Willkommen in der Feuergilde. Könnten noch mal schön. Was ist denn Inferno? Inferno verbrennt jedermann in Sichtweite. Die Gruppe eingeschlossen. Ah, scheiße. Der Schaden beträgt 12 Punkte. Ja. Nur in Gebäuden an. Ja, aber
Das ist doch scheiße, wenn die Gruppe mit drauf geht. Feuerball. Schleudert einen Feuerball auf ein einzelnes Ziel. Die Explosion dort zieht auch Wesen in der Nähe in Mitleidenschaft. Das gilt auch für ihre Gruppe, wenn die zu nah am Ziel steht. Der Schaden wird... Ja, können wir mal mitnehmen? Ist bestimmt mal ganz nützlich. Trotzdem fehlt uns jetzt immer noch eine Aufgabe, ne? Wo die abgeben können. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Hier müssen wir was abgeben? Nein. Ihr betet. Beten ist immer gut. Aber die soll ich doch hier irgendwo abgeben. Stand da doch. Suchaufträge. Untersuchte Beinkeller, das haben wir. Hier. Findet Halders Gebeine im Labyrinth von Nighton und bringt sie zum Matzim Dämmer in Nighton zurück. Der, was ist denn hier? Matzim Dämmer, hä, lol, ich weiß hier nicht. Danke, dass ihr meinen Bruder zurückgebracht habt. Er war ein aufstrebender Hexer und sein Leben fand ein zu jähes Ende. Nun, da ich seine Überreste habe, kann ich versuchen, ihn als Licht zurückzubringen. Dann werden wir zusammen nach Macht und Ruhm streben. Ah, weiß nicht, ob das so schlau war, dass ich denen das jetzt gegeben habe. Jetzt muss ich nur noch ein Punkt. Jetzt muss ich nochmal meine Stärke auch. Oder meine Ausdauer erhöhen. Ausdauer ist jetzt mittlerweile bei 38 und ich muss auf 50 kommen. Wo mussten wir jetzt noch hin? Desert meine ich, um die Statue abzustellen. Hol dir alle. Finde drei Statuen und stellt sie auf die Schreine Bakara-Wüste in Tertalia und in Everly. Okay, Bakara-Wüste muss ich dann noch machen. Also, hier hinfliegen oder teleportieren lassen. Dann Federfall aktiv, hier runter. Fliegen mal kurz an. Wo ist jetzt hier? Keine Ahnung, wo das ist. Desert. Da schreit Statue und Quest bei der 9. Da oben in der Ecke. Auf hier in die Ecke. Da unten muss es ja sein. Da. Nice. Damit haben wir das auch fertig. Und mussten dann zum Schluss Tutaren Forest zurück. Zurück. Weinkeller. Aha. Tempels Licht zurück. Hol die Kiste, das müssen wir auch noch machen. Gut, dann nach Forest, würde ich sagen. Nach Forest. Da. Wo haben wir den Auftrag her, ne? Ich glaube, ich weiß es sogar noch. Ich meine, dass das irgendwie hier war, oder? Kurz mal orientieren. Nee. Das war hier irgendwo. Irgendwo hier. Nee. Nee. Auch nicht. Hä? Doch hier? Nein.
war doch hier irgendwo. Komm. Nee, hä? War mir jetzt eigentlich recht sicher, dass das hier irgendwo war. Nee. Vielleicht doch hier in dem Häuschen kann das gewesen sein. Gute Arbeit, die drei Druiden sind so zufrieden, dass sie noch einen kleinen Zusatzbelohnung für eure gute Leistung zur Verfügung gestellt haben. Nehmt dies, ihr habt es euch wirklich, wirklich verdient. Nice, 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 nice. Müssen wir wieder auch unseren ganzen Stuff verkaufen. Das ist halt ein bisschen nervig hier, dass man so viel immer in den Inventar hat. War mir ganz nett, aber unnütz. Weg, 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 weg. Stärke, ah, Stärke und Charisma, das ist doch auch nicht schlecht. Man hört die Effekte aller Lichtzauber. Kannst du auch nicht verübeln, ne? Nenn lieber die Lichtzauber, glaube ich, ja. Kommt der weg? Der kann weg, kann weg. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Auch alle weg. Keine Ahnung. Alles mal in die drei hier rein. Damit das keine erkannt Ahnung werden kann. Das muss der stärkste Stab sein im Spiel. Safe. Ach, ich habe keinen alles Platz. Wem soll das denn nützen? Ganz nett, aber unnütz. Kein Platz mehr. Okay. Kommt rein. Wie bisschen was hast du ja noch an Rüstung, was du verkaufen kannst? Kann er uns zumindest nicht anmeckern. Das hier rein noch. Bup, bup, bup. Ganz nett, aber unnütz. Keinen Platz mehr. Also Dolche. Den Dolch hat er noch nicht erkannt. Wem soll das denn nützen? Den, der kann in die 4, der auch. Der auch. Keinen Platz mehr. Da passt nichts mehr rein. Wem soll das denn nützen? Ganz nett, aber unnütz. Auch nicht ganz verkehrt. 9 bis 12 Kälteschaden. Verkaufen wir aber trotzdem. Ist hier irgendwas Nettes drauf? Nö. Kenne ich nicht. Ganz nett, aber auch unnütz verkauft werden. Haben ich wir so, habe keinen Platz. Wir haben jetzt mittlerweile so viele Zauberstäbe. Die allerbesten Waffen. So gut, wir gucken aufs Gold. Wir sind jetzt bei 400.000. Bam. Aha, das kann auch alles weg. So, Eises. Können wir nochmal behalten? Den weg. Klinge, den können wir auch behalten. Ach, ich kann auch nicht alles. Wem soll das denn nützen? Kannst du die Schuhe? Kennt sie schon. Ach, ich kann auch nicht alles. Ganz nett. Volle Resistenz. Unnütz. Zack, 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 zack. Ihr würdet das auch nicht verstehen. Ich probier's gleich mal. Die allerbesten Waffen. Danke und bis bald. Bis Dansky, da links. Dann rechts. Und dann hier zu dem Laden hier. Sucht ihr etwas? Und den Rest verkaufen. Dann sind wir bei 426.000 Gold. Krass. Jetzt haben wir ja nur noch Suchaufträge. Den Tempel von Bar. Habe ich auch Lust zu. Dann
Tempel des Lichts. Das müssen wir auch noch machen. Das dauert länger, denke ich mal. Untersucht den Weinkeller. Den können wir noch abgeben. Mal gucken, was danach kommt. Ja, komm, wir gehen auf jeden Fall noch mal. Ab mit dem Weinkeller. Die Quest. Vor allem war das doch auch Teil der Hauptquest, oder nicht? Tü-tü-tü. Mahlzeit. Ich habe keine Ahnung, warum ich in den Knast muss. Hä? Soll ich das nicht hier abgeben? Sukrakhak. Ist er nicht Rakhak? Nee. Ist mein Magier. Den weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht genau, wo wir hier hin müssen, um die Quest abzugeben. Wir gucken. Nein, da nicht. Was war hier nochmal? Hier war Kopfgeldjagd, ne? Der Rat wird euch nun anhören. Mussten wir sogar auch letztens erst wegmachen. Ne. Ah, nicht auf jeden Fall. Hier auch nicht. Tempel der Finsternis. Das müssen wir noch machen. Das haben wir gemacht, genau wie ich vermutet habe. Gute Arbeit. Mit dem Tod der Vampire kann Tatalia wahrscheinlich etwas beruhigter schlafen. König Caserin ist ebenfalls sehr dankbar und hat Maßnahmen eingeteilt, um die Bande zwischen Bakkada und Erisa noch enger zu knüpfen. Sehr schön. Hol dir das Stück des Tempels, okay. Komm, dann machen wir jetzt da ein Stück von dem, was genau? Holt die Altarstücke aus dem Tempel des Lichts ins Helzer und dem Tempel des Finsternis. Ja, kommen wir ja auch schnell hin mit Unsichtbarkeit. Sollte das kein Problem sein. Willkommen. Warten nochmal. Euch nun anhören. War das denn nochmal? Der Tempel des Lichts. Da nicht, nee. Da war das, glaube ich, oder? Oh, ich bin mir unsicher, ob das hier drin war. Ja, doch. Heilung, so, wir sollen hier keinen angreifen. Moin, Meister. Bin ja nur auf der Suche nach einem Teilstück vom Altar. Na, Ias? Hallo. Ihr habt hinter der Grenze nichts zu schaffen. Nur solche, die hier rein Reinheit beweisen haben, dürfen das Heiligtum betreten. Okay. Du weißt aber, dass ich mich denn da reinschleichen werde, ne? Zerrissene Seite. Zhang Percy reist auf der Suche nach dem verschwundenen Speer von Evelyn bis nach Bakkada und verirrt sich viele Male, aber er konnte nicht herausfinden, wo er verborgen war und bereiste schließlich fast ganz Erasia.
Bald hatte er alle Hoffnung verloren, als ihm eine Vision offenbart wurde. Wenn die Sonne im Westen untergeht und der Mond im Norden und wenn die Sterne im Osten herabstürzen, wirst du finden, wonach du suchst. Okay. Jetzt habe ich aber keine Hoffnung, dass ich den finde. Nach den Aussagen da. Soll ich mich da jetzt wieder reinschleichen? Ganz nett, aber unnütz. Eigentlich wollte ich mich da ja nicht reinschleichen, ne? So, von da komme ich, ne? Ja, ja. Ich hätte gedacht, ich kriege jetzt Schaden. Dann schleichen wir uns da mal wieder rein. Ich kann mich sehen. Wo konnte er mich sehen? Hier ist nix, da ist nix. Da ist auch nirgendwo was. Da locker wieder eine Strafe auf, oder? 0 Strafen, 2 Gefängnisstrafen abgesessen. Wir saßen auf jeden Fall schon 2-mal im Gefängnis. Uhuhu. So, von da kommen wir wieder. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmern. Scheiße. Ah, guck mal. Hier dürfen wir bestimmt noch überall hin, oder? Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Weil ich weiß nicht, ob man das runter machen muss. Stimmt. Und dann hier. Ist hier irgendwas? Nö. Dann nochmal hoch. Hier hinten. Ah, dürfen wir nicht rum. Nee. Hier ist überall nichts. Hier ist nichts zu finden. Nichts zu finden. Ah, hier oben war ich ja auch schon, ne? Ja. Muss man wieder auf die scheiß Karte hier gucken. Karte Desert nicht. Wir sind jetzt hier da und dann Nebelwende warm wird, Temple of Light. Bei 4. Code Sonne im Westen. Ja. Sonne im Westen, Mond im Norden. Ja, okay. Da hätte man auch selber drauf kommen können. Boah, wenn die Sonne im Westen. Westen. Der Mond im Norden. Und die Sterne im Osten. Oder nicht? Wenn Sterne im Osten herabstürzen, wirst du finden, wonach du suchst. Hab ich gemacht. Auch so, wie das hier steht. Sonne im Westen hab ich gemacht, Mond im Norden, Sterne im Osten. Dann auf
Den Stern in der Mitte. Ah, alles klar. Es ist hier irgendwo was aufgegangen. Da. Und Wem hier soll das denn nützen? Könnte jetzt auch Wem noch der soll Speer das sein, denn ne? Nützen? Hab's schon. Nö. Altarstück. Muss ich nur noch zu dem dunklen Tempel? Machen wir mal fix. Das machen wir nochmal in Schlau. Und zwar machen wir das in Schlau, indem wir uns vorher unsichtbar machen. Und dann das Stadtportal nutzen. Es geht nicht. Scheiße. Soll mich das jetzt beeindrucken? Scheiße, 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 scheiße. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ist zwar nur ein Kratzer. Lass uns Oh, das war knapp. Gut, wir knacken hier mal eine Runde. Machen dann. Ihre sind weg. Dann ist sie natürlich nicht mehr ganz so stark drauf. Was ist das überhaupt? Massenfurcht. Ach nee, das war der falsche. Schwäche heilen. So. Du kannst sie schon mal ans Reparieren machen. Ich glaube, du musst ordentlich reparieren. Nee, ist eigentlich nur ihr. Eure Rüstung ist kaputt. So gut wie neu. Bob. Unsichtbarkeit. Stimmt, müssen wir da vorne rein. Aber nicht so leicht ist. Okay. Macht nichts. Dadurch werden wir nicht sichtbar. Kundschaft! Kommen wir hier durch? Hier ist doch bestimmt. Braucht ihr ein bisschen Übung? Ist nur leerer, okay. Und ich bin halt noch 9 Stunden aktiv. Alles gut. Nein, da werden wir sichtbar. Scheiß die Wand an. Soll mich das jetzt beeindrucken? Wo muss man denn jetzt hier hin? Ah ja, wir gehen hier nochmal rein. Unsichtbarkeit reinmachen. Und er hält 9 Stunden 58, also alles easy, denke ich mal. Komm mal ab da vorne. Kleinen Jumpy machen. Was ich tatsächlich wissen würde, gerne wissen würde, wenn wir uns jetzt komplett wieder durchbuffen, ne? Ob wir das mittlerweile recht easy schaffen. Feuerring aktiv. Sie braucht eigentlich nur das magische Auge. Dann den reinmachen.
Komm. Seid wieder ready hier, bitte? Ja. Regeneration, Schutz vor Magie und Wahrung. Zack. Und jetzt noch über Regeneration drauf. Sehr schön. Speichern. Und dann gehen wir hier mal rein. Das ist ja nur so ein einfacher Lich. Das könnten ist auch nur ein Lich. Das ist auch nur ein Lich. Ist zwar nur ein Kratzer, aber dann machen wir dich weg. Soll mich das jetzt kriegt man eigentlich ganz gut weg, ne? Die guten Damen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Nicht. Totenbeschwörerin. Sprecher für die Toten. Machen wir die kurz weg. Es war klar, dass die jetzt noch aus dem Leben geschossen wird. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Aber eigentlich müsste sie ja gleich wieder da sein. Die auch schon weg. Guck mal. Gut, die ist wieder da. Hochheilen. Jetzt schön in die hier reinhauen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Ah, nein. Scheiße, sie ist wieder weg. Ist hier schon ein Lichtkönig irgendwo? Nein. Hier noch kein Lichtkönig. Aber wieder die Herrscherin der Toten, ne? Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Soll mich das jetzt beeindrucken? Sie darf nicht an die Reihe kommen. Schnell Zeit abwarten. Gut, ist sie da. Alle schön hochheilen. Noch einen rein. Kleinen Speichern machen. Wieder hier hinter, wieder hochheilen. Wir können hier nicht bleiben. Am besten zwei davon. Katze. Soll mich das jetzt beeindrucken? Au. Nice. Die nochmal schnell wegmachen. Sehr schön. Kurz was Wasser. Das war nur ein Kratzer. Das jetzt beeindrucken? Aber kümmere dich drum. Und jetzt hier die alles noch mitnehmen. Jetzt, aber nichtsdestotrotz müssten wir jetzt mal wissen, wo dieser Tempel ist. War das schon alles? Nur ein Kratzer. Jetzt haben wir auch die Dorfbewohner getriggert. Au! Jetzt geht's los. Au! Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Und mal einen kompletten Heal drauf, bitte. Das war schon... Nur die Ruhe, ich mache das. Alter. Alter, das war jetzt ja richtig knapp. Boah, das war knapp. Sie hat noch 28 Minuspunkte. Jetzt ist sie wieder da. Hochheilen. Und noch ein Hochheilen. Das ist hier. Der ist wieder da.
müssen wir rein, theoretisch. Aber wir machen jetzt einfach mal Unsichtbarkeiten los. Nein, können wir gar nicht. Wir müssen. Mache ich da jetzt alle platt? Also wenn wir wüssten, wo wir hin müssen, ne? Dann würde ich vielleicht sogar sagen, okay, wir machen alle platt. Aber da wir nicht wissen, wo wir hin müssen. Gucken wir das doch erstmal nach. Warum ist da denn jetzt nicht der Scheiß-Tempel? Das soll nicht das jetzt beeilen, Katze? Aber kümmere dich drum. Nee, und hier, wenn ich hier in der Mitte bin. Lichtkönig, Lichtkönig. Zwei Lichtkönige. Hier muss doch auch dann der Tempel eigentlich sein. Eigentlich müsste jetzt hier der Tempel sein, aber nein. Hier ist nur dieser Scheiß. Taverne. Soll ich das jetzt beeindrucken? Aber kümmere dich drum. Ja, unten war doch nichts weiter. Da war doch nur. Naja, hier halt, ne? Nichts wie raus hier. Weiß ich gar nicht genau. Was war das denn? Wollen wir das wirklich? Jetzt muss ich mal tatsächlich gucken. Wo ist denn jetzt hier? Bestes Gebiet hier überhaupt. Grube, ne? Pit. Ja, das ist der. Das ist der hier. Boote bei Berührung des Ruders wird man zu einem anderen Boot teleportiert, okay? Da muss ich vielleicht hin. Ich muss jetzt zum Temple of the Dark. Muss ich vielleicht. Scheiße, jetzt werde ich aber nicht mehr. Ich muss hier so ein Boot berühren, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier. Da sind wir doch irgendwie. Und dann müssen wir hier zu der 1. Wir sind hier halt gar nicht. Sind da einfach nicht. Das sind wir. Eingang, Ausgang. Aber wohin der Ausgang? Schalter für Durchgang bei. Ist das der, dass man denn hier reinkommt oder was? Na gut, Hostel, okay, Bank. Burning Zone. Aha. Aha. Was ist denn hier hinten noch? Gucken wir da doch mal weiter. Wenn wir da nach links weggehen, könnte das doch das sein, was wir suchen. Da können wir nirgendwo links, da nicht, da nicht, da nicht. Und wenn wir da jetzt links gehen, sieht das doch ganz schön aus. Ja, das ist ab. Hier müssen wir hin, denke ich mal, erstmal. Jetzt machen wir mal eine Unsichtbarkeit wieder nach. Setzen wir mal schnell nach. Und jetzt sind wir auf der anderen Map angelangt.
Was ist hier alles so? Sieht hier ja schon gut düster aus. Man, gut, wir haben uns nicht für die dunkle Seite entschieden. Okay. Aber irgendwie bringt uns das auch nicht so wirklich weiter, ne? Jetzt sind wir hier, würde ich behaupten. Nee. Sind da? Sind wir da? Hä? Da sind wir nicht. Da auch nicht. Hä? Ich weiß gerade nicht genau, wo wir sind. Könnten da sein? Weiß ich aber nicht. Hier sind ja irgendwie nur die Hallen und die bringen uns irgendwie gefühlt. Ich habe gerade ein Experiment abgeschlossen. Bringen uns ja auch irgendwie gefühlt nichts. Unten ist Lava und wir kommen zu einem anderen Weg irgendwie. Ah ja. Was ist hier unten? Ach, lol. Muss man halt einfach mal hier unten längs gehen. Aber kommen wir ja auch nur irgendwie zu den Lava-Sachen. Würde ich behaupten. Und hier ist wieder die Treppe hoch. Also so richtig bringt uns das ja dann auch nichts. Dann ist eine Truhe. Dao! 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 Soll mich das jetzt... Ups. Wem soll das denn nützen? Ganz nett, aber unnütz. Ganz nett, aber unnütz. Dao! Soll mich das jetzt beeindrucken? Ist da nur ein Kratzer? Ist da nur ein Kratzer? Also irgendwie macht das kaum Schaden bei mir. Aber wir sind jetzt sichtbar geworden. Scheiße. Ich habe keine Ahnung gerade, wo wir längst müssen. Hier ist ja nichts weiter. Außer das hier. Und ja, hier ist nichts. Ist da nur ein Katze? Unsichtbarkeit nach 9 Stunden, alles gut. Weil ich könnte mir noch was anderes vorstellen. Dass hier noch so ein... Ah, Teleporter ist scheiße. Alles gut, wir sind noch unsichtbar, wie auch immer. Wir haben noch gerade zugeschlagen oder wir... Uns wurde geschlagen oder irgendwie sowas. Ich nicht gerade irgendwie. Nee, also erstmal müssen wir jetzt rausfinden, wo wir sind. Aber auch keinen Plan, wo wir sind jetzt gerade, ne? Das ist der Tempel. Wir müssen irgendwie versuchen, hier hinzukommen. Gehe ich mal von aus.
Branding Zone. Was sind die? Okay. Ich glaube, wir müssen dann zur Branding Zone.